Ja, es geht darum, dass wir eine Parabel der Form f von x gleich ax² haben, die ist in der y-Richtung gestreckt und die soll durch den Punkt P2-8 gehen. Wie geht das? Wie berechnen wir sowas? Das weiß niemand. Nun, zunächst mal steht das Wort f von x da, aber das f von x ist irreführend. Da wäre es vernünftiger, was anderes zu schreiben. Ja, bitte? Y. Das machen wir doch mal. Also das heißt, das f von x, das ist eine Darstellung, die braucht man später, aber vorerst schreiben wir ja ein y. Und y und f von x ist genau das gleiche. So, und was kann ich jetzt machen, wenn dieser Punkt hier drauf liegen soll? Ja, bitte? Man kann die Koordinaten einsetzen. Ja, man setzt den Punkt ein, ja, und es ist tatsächlich so, wie heißt diese Technik? Diese Technik heißt Punktprobe. Punktprobe ist was? Egal, ob ich verstehe, worum es geht oder nicht. Punktprobe kann man immer machen. Ja? Das heißt, ich habe einen Punkt und eine Funktion. Ja, dann kann ich den Punkt doch mal einsetzen. Aber wie setze ich den jetzt ein? Ja, bitte? Einmal die x- und y-Werte nehmen. Ja, 2 was? Ist der x-Wert. Und für was setze ich die 2 ein? Fürs x oder fürs y? Fürs x. Und? Die 8 ist der y-Wert. Und was kommt dann raus? Na, 8 ist gleich a. 2 hoch 2, also A mal 2. Ja. Weiter. Nächster Schritt. Was ist 2 hoch 2? Ja? 4. Oder? Ja, bitte? 4a. Ja, beinahe. Wie rechne ich, wie löse ich das nach A auf? Niveau Klasse 8. Ja, bitte? Wenn ich durch 4 teile. Und was kommt da raus, wenn ich durch 4 teile? 2 ist gleich A. So ist es. Also 8 Viertel oder 2. Das heißt jetzt als Antwortsatz 2-8 liegt auf dem Graph eigentlich der Funktion. Nicht, dass das irgendwie interessiert. Graph von f von x gleich 2 mal x². Das ist diese 2 hier. Das hier, dieses mit dem Graph, das muss ich immer hinschreiben, weil sonst meine Abi-Leute sauer werden. Für euch ist das fürchterlich uninteressant. Also das als Antwortsatz würde auch reichen, 2,8 liegt auf 2x². Pink aus.